Sie sehen gut aus, Jean-Luc. Erholt. Ja, ich weiß. So, willkommen zurück zur, lasst mich rechnen, vierten Folge des Gothic Let's Plays. Oh, was wir schon alles geschafft haben. Wir sind in der Stadt. Ist das geil oder was? Da ist Torben am Ackern. Ah, lässt sich nicht aufhalten, der Bengel. Das war Reges. Wir haben einiges geschafft. Und was wir aber noch nicht geschafft haben, ist, wir wollen in die in das Lager von Matteo, das jetzt der Miliz gehört, die diesen Weg versperrt. Wird sich das jemals ändern? Dort rein. Wenn wir über den geraden Weg nehmen, wird dieser nette Kerl uns ziemlich schnell, ziemlich brutal abschlachten und dann mit einem wunderschön anzusehenden Finishing Move den Rest geben. Alles glauben, was man hört. Genau. Wir haben dann probiert, oder ich habe dann probiert, da hinten über die Mauer zu klettern. Das hat nicht funktioniert, da ist einfach kein Weg hoch, also muss es auf dieses Dach gehen. Von der Mauer direkt ging es nicht. Versuchen wir jetzt mal von den umliegenden Dächern. Ach, Kacke. Aber es sah knapp aus, oder? Da probieren wir es mal weiter. Es könnte jetzt ein bisschen langwierig werden, aber wir alle sind Rückschläge gewohnt. Ist das wirklich wahr? Ja, so viel dann dazu. Die Technik noch nicht ganz raus, mit der man hier. Das war doch klar. Kann ich eigentlich auf Sachen springen, die höher sind, oder muss ich von oben nach unten immer springen? Gute Frage. Da komme ich auch nicht rein. Meine Vermutung wäre, dass ich auf dieses Haus muss. Ups, alles klar. Das hat ja schon mal funktioniert. So wenig Lebenspunkte, wie ich habe, sehe ich schon, wie das enden wird. Ja, geil hier oben. Ha, ich kann ins obere Viertel gucken, ihr Spinner. Ist ja gar nichts los. Warum soll ich denn da hin, wenn da nichts so los ist? Voll langweilig. Da ist das Meer mit Hafen. Ach, hör auf, wirklich. Tot, toter, der Namenlose. Ja, was hat denn da jetzt nicht funktioniert? Muss ich noch mehr an die Kante, bevor ich abspringe? Ich war ja schon drauf. Okay, aus dem Stand springt er auch vorwärts. Das heißt, damit werde ich es jetzt mal probieren. Geil. Einfach nur skillig ohne Ende. So, jetzt muss ich natürlich leise sein, damit mich Old Mac Arschloch nicht findet. Oder ich pinkle ihm aufs Gesicht. Nee, lieber erstmal nicht. Ach, ich kann nicht runterfallen, wenn ich schleiche. Das ist ja cool. Leise rieselt der Schnee. Da lässt sich nichts machen? Willst du mich verarschen? Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Was? Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Oh nee, ich muss Schlösserknacken lernen, bevor ich hier rankomme? Ist doch nicht euer Ernst. Scheiße. War das ja etwas umsonst. Tja, was nun? Wie soll diese hälsenhafte Reise weitergehen? Scheinbar hier unten. Schicksal will es so. Das kotzt mich ja ein bisschen an. Aber was wollte Matteo haben? 250? Das kann ich mir nicht leisten. Für die Rüstung. Das ist ja ärgerlich. Geld verdienen. Ich hätte das anders gemacht. Ich weiß langsam. Hey, du Regel bist ist mein alter Stadt, Freund. Was? Ja. Und was ist mit dir? Ich komme vom Festland und jetzt hänge ich hier rum. Ich habe bald kein Gold mehr. Kann wohl nur noch zur Miliz gehen. Aber das will ich nicht. Ich lasse mich doch nicht für den König von den Orks abschlachten. Wir können nur abwarten. Hm.
Was kannst du mir über die Miliz erzählen? Einer der Paladiner hat das Kommando. Erzähl mir alles, was du weißt. Lord André. Er versucht, die halbe Stadt zu mobilisieren für den Fall, dass die Orks anfallen. Aber du musst Bürger der Stadt sein, um aufgenommen zu werden. Trainieren kann man zwar auch so, so viel ich weiß, aber man wird nicht offiziell aufgenommen. Oh, hast du gerade trainieren gesagt? Danke. Ich muss also Bürger der Stadt werden. Bürger der Stadt kann man werden, wenn man einem ordentlichen Beruf nachgeht. Oh, die Bros sind ja hier ordentlich am Arbeiten. Einer von denen kann mir bestimmt weiterhelfen. Aber ich sollte schlafen. Ich sehe nicht gut aus, ganz bleich ums Gesicht. Vom Schlösserknacken. Was hast du hier zu suchen? Du hast hier nichts zu. Du bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Okay, ist scheinbar nicht so entspannt wie bei den Bauern hier. Shit. Oh, weiß nicht, ich kann mich nirgendwo hinlegen. Was denn hier aus? Schon mal kein Gemecker. Oh, da gab's Erfahrung. Wenn das nicht ein Grund zum Speichern ist. Wie heißt du denn überhaupt? Gritta. Gritta möchte doch, dass jemand in ihrem Bett schläft. Weib, putz gefälligst weiter. Hab ich noch alle meine Sachen? Hast du aber nochmal Glück gehabt, du kleines Miststück. Wenn du gekommen bist, um zu betteln, muss ich dich enttäuschen. Ich bin eine arme Witwe. Mein Name ist Gritta. Seit mein Mann tot ist, kümmere ich mich um den Haushalt von meinem Onkel Torben. Wie geht's? Ist nicht der richtige Anmachspruch, den ich in dieser Situation bringen würde, deswegen lass ich's einfach. Putz gefälligst weiter. Jetzt! Steck die Waffe weg, kluges Kerlchen. Die ist ja voll aggro. Ah, ein neues Gesicht. Bist wohl nicht aus Corinis, was? Ist kein guter Kant, Torben. Du bist ein sehr aufmerksamer Geselle. Und jetzt lehnen sich auch noch die Bauern auf. Was verschlägt dich hierhin? Auf der Suche nach Arbeit. Verstehst du denn was vom Tischlern? Das Einzige, was ich mit Holz machen kann, ist Feuer. Und wie sieht es mit Schlössern aus? Nun ja. Würde ich gern knacken können. Ich kann niemanden gebrauchen, der nichts von meinem Handwerk versteht. Und für einen Lehrling habe ich kein Geld. Kennst dich mit Schlössern aus? Du kennst dich mit Schlössern aus. Du hast Interesse geweckt. Was nützt eine gute Truhe ohne ein gutes Schloss? Ich fertige meine Schlösser selbst an. Dann kann ich wenigstens sicher sein, dass ich meine Truhen nicht umsonst so stabil gebaut habe. Ein schlechtes Schloss klingt ist vernünftig. Leicht zu knacken. Und Diebe gibt es in Corinis genug. Vor allem in letzter Zeit. Ja, du hast wirklich recht. Man muss wirklich aufpassen. Kannst du mir beibringen, wie man Schlösser knackt? Ich glaube, das wäre was sich als Investition lohnt. Ich weiß nicht, ob man dir trauen kann oder nicht. Am Ende bist du noch einer dieser Rumtreiber, die nur in die Stadt kommen, um den ehrlichen Leuten ihre Truhen. Nein, das ist absurd. Sieh mich doch an. Kann dieses Gesicht klauen und lügen? Werde ich dir nichts beibringen. Was lässt mich bei einem anderen Meister hier als Lehrling anfangen will? Nun, ich will dir meine Zustimmung geben. Aber es wird das Beste sein, wenn du dir vorher den Segen der Götter geben lässt. Sag, bist du ein gläubiger Mann? Was möchtest du denn hören? Ja, und zwar demütigst, Meister Torben. Dann geh zu Vatras, dem Priester Adanos, und lass dir seinen Segen geben. Er wird dir sagen, wo du einen Priester finden kannst. Auch seinen Segen sollst du dir holen. Wenn du den Segen der Götter bekommen hast, werde ich für dich stimmen. Okay, du willst mir also nichts beibringen. Was gibt's denn hier Feines? Du hast es nicht gewusst. Oh, Bosper. Willkommen in meinem Laden, Fremder. Ich bin Bosper. Ich baue Bögen und handle mit Fellen. Bosper der Bogener. Nach Corinis. Ich suche Arbeit, Alter.
Ich könnte einen neuen Lehrling gebrauchen. Ein Vorgänger hat gerade vor 2 Tagen seinen Job an den Nagel gehängt. Verstehst du? Hängt er da auch an der Wand? Naja. Ich könnte dir beibringen, wie man Tieren das Fell abzieht. Ich zahle gut für jedes Fell, das du mir bringst. Oh, ich habe schon so viel getötet. Was ist, wenn ich bei einem anderen Meister anfangen will? Unsinn. Arad und Matteo haben schon Lehrlinge. Konstantino, der Alchemist, ist ein Eigenbrötler. Er hat schon seit Jahren keinen Lehrling mehr angenommen. Und was Torben betrifft, jeder weiß, dass er kein Geld hat. Er könnte dich vermutlich nicht mal bezahlen. Ich hingegen brauche dringend einen Lehrling. Und ich zahle auch gut. Schlagende Argumente, Stalin. Egal, bei wem du anfangen willst, du brauchst die Zustimmung aller anderen Meister aus der Unterstadt. Das macht's natürlich besonders einfach. Ich will bei dir als Lehrling anfangen. Ich will bei dir als Lehrling anfangen. Bevor ich dich nehme, muss ich natürlich wissen, ob du überhaupt zu was zu gebrauchen bist. Mal gucken, vielleicht können wir auch die Quests von allen erstmal am Anfang. Was soll ich für dich machen? Ich werde dir beibringen, wie man Tieren das Fell abzieht. Und du besorgst mir, sagen wir, 50 Wolfsfelle. Dann weiß ich, dass du dein Handwerk beherrschst. Wenn du dafür nicht ewig brauchst und die Fälle einigermaßen in Ordnung sind, kannst du von mir aus bei mir anfangen. Oder bei einem der anderen Meister, wenn du unbedingt willst. Das klingt vernünftig. Oh Gott, dafür muss ich natürlich Punkte opfern. Bring mir bei, hoffentlich lohnt sich das. Gut. Hör zu. Es ist im Grunde ganz einfach. Du nimmst eine scharfe Klinge. Bla bla bla. Noch ein paar kleine Schnitte an den Innenseiten der Beine und dann kannst du es abziehen. Bring mir die Wolfsfelle und wir sehen weiter. Ah, ich brauche da bestimmt eine Klinge dafür. Ach, scheiße, hätte ich mal die Dolche nicht verkauft. Oh, vielleicht brauche ich sie doch nicht. Cool. Mal ein bisschen weiter Quests sammeln. Was gibt's denn noch so? Da ist der Schmiedeboy. Brian. Harald. Harald und Matteo, hat er gesagt. Ich suche Arbeit. Ich könnte einen neuen Lehrling gebrauchen. Brian wird seine Lehre bald beendet haben und dann will er die Stadt verlassen. Wo denn hin, der alte Brian? Wenn du meinst, ob ich schmieden kann. Nein, meine ich nicht. Über kurz oder lang werden die Orks die Stadt belagern. Und dann zählen hier nur die Männer, die auch in der Lage sind, unsere Stadt zu verteidigen. Und ich werde niemanden als Lehrling annehmen, der mir die Schande macht, mit den Frauen und Taugenichtsen aus der Stadt zu fliehen. Statt hier mit den Männern. Er hat eine ehrbare Einstellung, das respektiere ich. Was willst du? Ich bin kein Taugenichts. Das sind große Worte. Kannst du sie auch durch große Taten beweisen? Wie meinst du? Natürlich. Bring mir die Waffe eines Orks. In der Nähe der Stadt sind Orks. Ja, was das angeht. Mit ein bisschen Glück musst du noch nicht mal lange suchen. Wenn es dir gelingt, einen von ihnen zur Strecke zu bringen, werde ich dich als Lehrling aufnehmen. Vorausgesetzt, die anderen Meister stimmen zu. Lass uns doch über die Sache mit dem Ork reden. Nein. Ich mach das, ich kann das. Klau mir irgendwo eine Waffe. So, ja. Hier lang. Klopf, klopf. Na, wenn das nicht der Alchemist-Boy ist. Was willst du? Hier gibt's nichts umsonst und ich will dir auch nichts verkaufen. I need your clothes, your boots and your motorcycle. Bin auf der Suche nach der Stellung als Lehrling. So, und bei wem willst du anfangen? Bei dir, alter Mann, bei dir. Ich will bei dir als Lehrling anfangen. Bei mir? Nein. Ich hatte schon einmal das zweifelhafte Vergnügen, mich mit einem Lehrling herumschlagen zu müssen. Ich habe Jahre in seine Ausbildung investiert. Und am Ende hat der arme Narr sich selbst vergiftet. Wir fangen bei einem anderen Meister an. Tja.
Was muss ich tun, damit klingt du natürlich das eher so, als wenn er den letzten Ausweg genommen hat, um von dir abzuhauen. Noch einen Dilettanten auf dem Gewissen haben. Es gibt eine Vielzahl von Kräutern, die in den unterschiedlichsten Variationen die unterschiedlichsten Wirkungen entfalten. Vermutlich kennst du nicht mal die Hälfte von ihnen. Hier, das ist eine Liste der wichtigsten Pflanzen. Bring mir eine Pflanze jeder Art und ich werde nochmal darüber nachdenken, dich als Lehrling. Pflanzen sammeln ist meine Stärke, denn ich nehme alles mit, was ich finde. Oh, Buch. Nein, nicht lesbar. So, gucken wir mal rein in den Zettel. Kräuterliste, was brauchen wir? Heilpflanze, check. Heilkraut, check. Heilwurzel, check. Feuernessel, auf jeden Fall. Auch Feuerkraut, bin ich mir nicht sicher. Feuerwurzel fehlt. Goblinbeeren, nein. Drachenwurzel, nein. Snapperkraut, nein. Feldknöterich, nein. Kronstöckel, nein. Anmerkung, lass dir doch von einem Lehrlingsanwärter die Pflanzen bringen, dann weißt du, ob er was taugt. Gruß, Zuris. Die ganze Scheißidee ist also auf Zuris Mist gewachsen. Wer auch immer Zuris ist, er ist mir sofort unsympathisch. Aber so groß war der Zorn Belians, dass er über das Land kam und das Tier erwählte. Meine Damen und Herren, ich muss diese Rede für einen Moment unterbrechen, denn ich muss mit... Das Tier... Ja, ihm sprechen. Also sorgt euch nicht. Ihr könnt in einer halben Stunde oder so wiederkommen. Ihm wird nichts passieren. Adanos sei mit dir. Ja, alte Hakennase. Ich bin Vatras, ein Diener des Adanos, des Behüters des göttlichen und weltlichen Gleichgewichts. Was kann ich für dich tun? Was kannst du für mich tun? Oh, dein Segen, ja, aber kannst du mir etwas über Magie beibringen? Kannst du mir etwas über die Magie beibringen? Nur den erwählten Innos und den erwählten Adanos ist es gestattet, Runenmagie zu wirken. Aber auch gewöhnliche Sterbliche können Magie mit Hilfe von Spruchrollen wirken. Ich kann dir zeigen, wie du deine magischen Kräfte kanalisieren und erweitern kannst. Ich will meine magischen Kräfte steigern. Boah, was? Ah, oh, das ist schon teuer. Erstmal den Segen bitten. Ich bitte um deinen Segen. Für was soll ich dir meinen Segen geben, Fremder? Ich will als Lehrling bei einem der Meister in der Unterstadt anfangen. Ich will dich wohl segnen, Fremder, aber ich kenne dich nicht. Erzähle mir was über dich. Was willst du wissen? Nun, du könntest mir erzählen, wo du herkommst und warum du in die Stadt gekommen bist. Ich komme mit einer wichtigen Botschaft für den Anführer der Paladine. Ach, da gibt's keine Entscheidungs... mehr, ja. Ja gut, das eine ist so schlimm wie das andere. Während wir reden, können wir auch gleich voll auspacken. Eine große Armee unter der Führung von Drachen, um das Land zu erobern. Bleibt ruhig, Bürger, das geht euch nichts an. Du sprichst von Wesen, die bisher nur in Sagen Erwähnung finden. Woher weißt du das? Ja, komm. Ich meine, der hat seinen verdammten Turm so groß gebaut, denn wenn er wirklich Geheimhaltung gewollt hätte. Der Dämonenbeschwörer. Er lebt also. Und er hat dich losgeschickt? Wer bist du eigentlich? Ich bin ein ehemaliger Gefangener der Strafkolonie von Korinnes. Und wie sieht's aus mit deinem Segen? Gibst du mir jetzt deinen Segen? Gut. Fassen wir mal zusammen. Du bist ein ehemaliger Gefangener, der von Xardas, dem Dämonenbeschwörer, erzählt bekommen hat, dass Drachen gekommen sind, um das Land zu erobern. Und du bist gekommen, um den Paladinen davon zu berichten. Das hört sich alles sehr abenteuerlich an, aber ich kann nicht erkennen, dass du mich anlügst. Habe ich auch nicht. Daher muss ich annehmen, dass deine Beweggründe ehrlich sind. Geh mit dem Segen Adanos, mein Sohn. Wo finde ich einen geweihten Enos? Am besten schaust du mal am Marktplatz vorbei. Dort wirst du einen Abgesandten des Klosters finden.
Abgesandten des Klosters. Was mich daran erinnert, es gibt eine Umfrage. Sind wir gerade gelevelt? Erfahrung 1885. Nope. Ja, es gibt eine Umfrage. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung zum Video. Und zwar muss ich mich entscheiden, welcher Fraktion ich mich anschließen werde. Den Magiern, den Söldnern. Alter, was war das denn für ein kranker Jump? Den Magiern, den Söldnern oder der Miliz? Bisher liegen die Magier vorne. Glaube ich. Ich müsste mal wieder gucken. Auf Platz 2 die Söldner oder für die Miliz hat irgendwie gar keiner Bock, was okay ist. Ja, stimmt mal weiter ab, wenn ihr das beeinflussen wollt. Denn demnächst wird es wahrscheinlich dann zu der Entscheidung kommen, so wie das hier alles wirkt. Das darfst du keinem erzählen. Dann sind entweder Magier, Milizboy. Oh, wer da sitzt. Das ist doch Kantor. Da habe ich keinen Bock. Was kann ich ja, oder Söldner. Tun? Suchst du geistigen Beistand? Willst du ein Gebet an unseren Herrn Inos richten oder etwas Gold für seine das Kirche ist doch kein spenden? Mehr, was du nicht sagst. Brauche deinen ich Segen, will danke. Deinen Segen holen. Das darfst du keinem erzählen. Das ist gut, das ist gut. Dann willst du vermutlich Gold an die heilige Kirche Inos spenden. Ja? Natürlich. Eigentlich wollte ich deinen Segen, um als Lehrling in der Unterstadt anfangen zu können. Aber mein Sohn. Ah, natürlich. Eine bescheidene Spende, gar kein Problem. Mir quillt das Gold aus den Ohren raus. Wie soll ich mich denn sonst deiner guten Absichten gegenüber der heiligen Kirche Innos versichern? Wie viel ist denn eine übliche Spende? Nun, das kommt darauf an, welchen Teil du gibst. Lass mich sehen, was du dabei hast. Ah, ja. Du hast über 100 Goldstücke. Der Herr sagt, gebt, wenn ihr habt. Die Kirche empfängt deine großzügige Spende. Ich segne dich im Namen Inus, denn er ist 50 Goldstücke weg. Gerechtigkeit. Ich habe was anderes gehört. Ich möchte spenden. Sind noch zu spenden? 50, 100, 200? Aber ich habe nicht genug Gold dabei. Das macht nichts, mein Sohn. Du kannst doch später noch so viel spenden, wie du willst. Ein bisschen aus wie der Pater. Oder wie ein Pater. Naja, und jetzt schnell mit dem Gold verpissen und was kaufen. Ist schon okay. Speichern. Ja, renn noch. Jetzt gibt er das Gold nämlich wieder aus. So ein Sack. Die unterhalten sich auch höchst privat. Sicherheitsabstand, mindestens 3 Armlängen. So, ich habe die verkackten Segnungen. Und noch, ich kann es nicht lesen, 61 Gold. Ah, das kann ich aufstocken. Yay. 86 Gold. Fucking reich. Ach, nee. Also springen ist wirklich absolut mein Ding. Kein, der so viel und so gut springt wie ich. Ja, dann kann ich mir schon mal den Segen von Torben holen. Und ich hoffe, dass er dann überzeugt ist, dass ich ein cooler Kerl bin und mir Schlösserknacken beibringt. Und dann versuche ich es nochmal mit der Rüstung. Hey. So, wie sieht es mit deiner Zustimmung aus? Wie steht es mit deiner Zustimmung, Meister? Hat dir Vatras seinen Segen gegeben? Jo, hat er. Ja, und hast du dir auch den Segen eines Priesters Innos geholt? Ja, ich habe mir seinen Segen erkauft. Dann sollst du auch meinen Segen haben. Ich hätte auch einfach sagen können, dass ich mir den geholt habe. Verrichte dein Handwerk gut, mein Junge. So, wie knackt man Schlösser? Ich weiß nicht, ob man dir trauen kann oder nicht. Ja. Am Ende bist du noch einer der Treiber, die nur in die Dude, Stadt kommen, ich habe mir gerade den Segen von zwei Priestern geholt. Bevor ich mir nicht sicher bin, dass du ein anständiger Kerl bist, werde ich dir nichts beibringen. Ich bin doch so ein anständiger Kerl. Oh, nee. Ich hab mir das schon gedacht. So, du warst auch noch. Die Gold habe ich nicht mehr. Kannst du mir helfen, ins obere Viertel zu kommen? Was? Was willst du denn da? Ich habe eine wichtige Nachricht.
So, so. Hast du schon versucht, an den Wachen vorbeizukommen? Nee. Ich glaube, den Versuch kann ich mir sparen. Richtig. Da hast du vermutlich recht. Ich weiß ja nicht, wie wichtig deine Nachricht ist. Und es geht mich auch wohl nichts an. Richtig. Aber selbst wenn du ihnen erzählen wolltest, dass im Hafen gerade ein Schiff voller Orks anlegt, würden sie dich wegschicken. Deinen Worten hingegen, Meister Matteo, würden sie vielleicht glauben. Also kannst du mir jetzt helfen, ins obere Viertel zu kommen? Scheint dir ja echt wichtig zu sein. Die Frage ist, wie wichtig ist es dir? Wie meinst du das? Ich kann dir schon helfen. Immerhin bin ich einer der einflussreichsten Leute hier. Aber das hat seinen Preis. Von einer Scheißaufgabe in die nächste. Was kann ich für dich tun? Nennt mich Old MacLaufbürsche. Das ist eine verdammte Menge. Das ist aber eine verdammte Menge. Reg dich ab. Es ist ja nicht dein Gold, das ich im Sinn habe. Sondern? Im Grunde ist es mein Gold. Greta, die Nichte des Tischlers, hat seit Ewigkeiten Schulden bei mir nicht bezahlt. Aber die kleine Göre rennt ständig in neuen Kleidern rum. Das heißt, sie hat das Geld. Ich verstehe. Ich würde es ja aus ihr rausprügeln, aber Meister Torben, der Tischler, ist auch ein sehr einflussreicher Mann. Ich verstehe. Und ich werde dir helfen. Das mache ich doch. Frauen verprügeln. Denn Greta sah schwächer aus als ich. Das klingt nach einer Aufgabe, die ich meistern kann, Meister Matteo. Aber wir speichern sicherheitshalber, denn ich habe heute schon... Habe ich heute schon auf die Fresse bekommen? Oh, was ist das? Ein Hammer. Ist ja wirklich ein Hammer, wa? Ha! Greta, was geht ab? Ich komme von Matteo. Du schuldest ihm noch Gold. Er will sein Geld? Wofür denn? Er hat mir fehlerhafte Ware geliefert. Schlechter Stoff und schlechte Nähte. Hast du mal die Farben gesehen? Das sind nicht die Farben, die ich bestellt habe. Das ist Betrug. Ich sage dir, damals, als mein Mann nachlegte, hätte mir er egal. Sich nicht getraut. Oh, mein armer Mann. Scheißegal. Schluss jetzt. Wo ist das Gold? Aber ich habe das Gold nicht. Ich bin nur eine arme Witwe. Dann verkaufen wir halt ein paar von deinen Klamotten. Du hast doch bestimmt noch einen Haufen Zeug im Schrank. Untersteh dich, du Rüpel. Ist ja schon gut. Hier ist das Gold. Oh. Na also, geht doch. Verlasse jetzt bitte mein Haus. Das ging ja völlig ohne Konflikt über die Bühne. Na gut. Stadtwache, nichts zu sehen. Nochmal ihn drauf ansprechen, was er. Vielleicht will er auch noch bezahlen. Hey. Ich komme wegen Greta. Meine Nichte? Was willst du von ihr? Es geht doch nicht... Nein, alles Roger. Sie schuldet dem Händler Matteo 100 Goldstücke. Das darf doch nicht wahr sein. Seit dieses kleine Miststück bei mir wohnt, habe ich nichts als Ärger. Sie hat sich bei so gut wie allen Händlern der Stadt verschuldet. Ich musste bei Lema, dem Geldverleiher, 200 Goldstücke leihen, um ihre Schulden zu begleichen. Und jetzt das. Greta müsste im Haus sein. Nur zu, frag sie. Aber ich sag dir gleich, sie hat nicht ein... Oh, das ist nicht ganz richtig so. Deine Nichte hatte 100 Goldstücke bei sich. Was? Diese kleine Schlange, das war mein Gold? Sie hat es aus meiner Truhe genommen. Tut mir leid. Gib es mir zurück. Ich muss zuerst Lema bezahlen. Matteo kann sein Geld später bekommen. Nope. Nein. Matteo wird sein Gold von mir zurückbekommen. Damit brockst du mir eine Menge Ärger ein. Lema ist nicht sehr nachsichtig, wenn es um Schulden geht. Aber immerhin willst du die Schulden meiner Nichte begleichen. Dafür muss ich dir wohl danken. So, wie sieht's jetzt aus? Bin ich jetzt ärger genug für dich? Kannst du mir beibringen, wie man Schlösser knackt? Ich weiß nicht, oder nicht. Am Ende bist du noch einer dieser Rumtreiber, die, bevor ich mir nichts... Du machst mich wahnsinnig, Kerl. Hätte ich mir das Geld geben sollen? Scheiß drauf, ist jetzt auch vorbei. Kann man sonst noch woanders Schlösser knacken lernen? Hätte offensichtlich keinen Bock. Hier hast du deine. Ach, ich hätte dir ein Goldstück auch spenden können. Und? Hat sie Probleme gemacht? Keine nennenswerten. Gut, damit hast du deinen Teil der Abmachung gehalten.
Wie genau kannst du mir helfen? Ganz einfach. Ich werde meinen Einfluss dafür einsetzen, dass du bei einem der Handwerksmeister hier als Lehrling aufgenommen wirst. Als solcher bist du praktisch Bürger der Stadt und kommst... Halt dich fest, Rüpel, auf die Idee bin ich auch schon gekommen. Aber nett, dass du mir bei dem Plan helfen willst. Ist nicht so ein Questlog hier? Ah. Pflanzen für Konstantin, große Herausforderung. Okay. Okay. Okay, was mache ich zuerst? Heute wahrscheinlich nicht mehr so viel. Kann man sich hier noch irgendwo umsehen und was Nettes abgreifen? Ansonsten würde jetzt erstmal nur ausstehen, Kräuter zu sammeln. Ah, pinkelt der da schon wieder hin? Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Mann, Rupert. Das ist schon ein bisschen eklig. So ist nicht, ne? Gibt's vielleicht einen Schlüssel für die Truhen? Wenn die von Matteo sind, jetzt fällt mir das erstmal ein. Hat er hier irgendwo ein Trüschchen? Da ist so eine Truhe. Speicher mal kurz rein. Vom Schlösserknacken verstehe ich nicht. Die Enttäuschung wird größer und größer. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Mann. Könnt ihr mir anbieten, dass ich ihm seinen Schritt wiedergebe? Oder hält er wahrscheinlich nicht so viel von? Oh, Mann. Na, dann wird es erstmal Zeit, ein paar Wölfis zu suchen. Ich weiß ja auch schon, wo ich welche finde, aber habe ich da Bock drauf? Will ich die finden? Wie viele Felder muss ich ihm eigentlich bringen? Dem alten 6 Wolfsfälle. 6 Wolfsfälle. Ha. Ich das schaffe. Ein Versuch ist es wert, ne? So ist es nicht. Angegriffen werden ist immer scheiße. Ihr Säcke. Tja, ich habe einen umgeblasen und die haben mich umgeblasen und fressen mich jetzt auf. Ist das denn ein fairer Tausch oder nicht? Irgendwie nicht so ganz, wa? Ach, scheiße, muss ich mir was anderes überlegen. Und das mache ich auch beim nächsten Mal. Für heute machen wir Schluss. Ist deprimierend genug, mich da so zu sehen. Breiten wir den Mantel des Vergessens über diese Szene. None of us understand. Why?